Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um einen Abrichtdickenhobel und passend dazu die Absaugmaschine. Und zwar ist das der Fometabo HC260C. Ihr wisst, mit Namen oder Bezeichnung habe ich es nicht so. Aber ich möchte euch heute mal meine Erfahrung mitteilen. Ich habe die Maschinen, beide Maschinen ungefähr ein halbes Jahr bei mir in der Werkstatt. Und was mir so aufgefallen ist, was mir so negativ aufgefallen ist und positiv, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Bleib dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Also als allererstes die Maschine, beziehungsweise das ist ein Abrichtdickenhobel. Ich bin jetzt kein Fan davon, einfach nur einen Dickenhobel zu haben in der Werkstatt. Wenn ihr euch sowas zulegt, dann bitte ein Gerät oder beides extra. Im Idealsten natürlich so ein Kombigerät, wenn ihr nicht so viel Platz habt, wie ich es jetzt hier habe. Und deswegen habe ich mich auch für diese Maschine hier entschieden. Die Maschine kostet rund um die 1000 Euro mit passender Absauganlage. Die liegt bei 240 Euro, sind wir schon bei 1,3 ungefähr mit dabei. Aber wir haben hier eine Abrichte, um das Holz abzurichten, und unten ein Abrichtdickenhobel. Ein passendes Unboxing-Video gibt es darüber bereits auch schon, das werde ich dir mal hier oben verlinken. Kannst dir bei Bedarf mal anschauen, da gehe ich auch ganz genau darauf ein, wie du das Ganze umbaust. Es geht eigentlich recht zügig. Es gibt verschiedene Modelle auf dem Markt und auch verschiedene Maschinen in dieser Preisklasse von 600 bis 1000. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, weil Metabo einen wirklich für Qualität spricht, ein Hersteller ist, der schon lange auf dem Markt ist. Und deswegen habe ich mich für diese Maschine entschieden. Wie gesagt, die ist jetzt schon 6 Monate bei mir im Einsatz. Wir haben jetzt hier ein Gesamtgewicht von etwa 71 Kilo und das macht schon eine Menge her. Also die ist nicht mal einfach so eben schnell zu wuppen, also wiegt schon etwas. Aber wie gesagt, das Schöne ist halt hier, wir können das Holz hier abrichten und auf Dicke hobeln. Der Abrichttisch hat eine Größe von 260 mm in der Breite und in der Länge von 1040. Ist schon eine Menge, also damit könnt ihr wirklich einiges anstellen. Ist von der Qualität her auch sehr, sehr gut. Also der hat jetzt keine Beulen oder schief oder zerkratzt schnell. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Hier haben wir den Anschlag. Der ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir gleich nochmal zu. Dann haben wir hier unsere Hobelmesserabdeckung. Die ist auch ganz, ganz wichtig. Finde ich auch so ganz, ganz toll gemacht. Gefällt mir ziemlich gut. Lässt sich schnell verschieben und bearbeiten. Es gibt natürlich auch noch die Brücken, die man so klappen kann. Die mag ich persönlich nicht so. Ich finde das hier schon sehr, sehr toll. Bei der Brücke ist halt der Nachteil, ihr habt so Kettenglieder oder so Brückenglieder und dann könnt ihr es einfach nicht am Werkstück direkt anpassen. Das heißt, im schlechten Fall habt ihr dann hier doch ein paar Zentimeter Luft dann. Was mir jetzt hier negativ aufgefallen ist, beziehungsweise mir passiert ist, hier seht ihr schon die Schraube, um das Ganze von der Höhe her zu regulieren. Das Ganze, also den ganzen Arm muss man nachher abnehmen. Das Ganze ist mir mal runtergefallen. Dementsprechend hier diese Sternenschrauben sind aus Kunststoff und die sind mir dann schon kaputt gegangen. Ist halt nicht so schön. Wir haben hier eine Abrichtstärke von maximal 3 mm hier, könnt ihr einstellen. Und das schafft ihr auch wirklich problemlos. Ihr könnt ja mit Eiche hobeln, sowie auch Kiefer und Fichte oder Nussbaum. Da habt ihr keinen großen Unterschied. Also das packt die Maschine wirklich sehr, sehr gut. Im Vergleich, so eine andere Abrichte, eine große in einer Tischlerei, schafft so 4 bis 5 mm. Aber selbst da tastet man sich wirklich einen halben bis einen Millimeter Bereich ran, wie auch jetzt hier. Kommen wir zum Anschlag. Das ist eigentlich das Allerwichtigste hier bei so einer Abrichte. Was mir nicht so gut gefällt ist, Spiel hat er so ein bisschen hier. Das ist wahrscheinlich bei dieser Preiskategorie beziehungsweise bei anderen Herstellern genau das gleiche. Ihr könnt das Ganze in einen 45 Grad Winkel neigen, sprich ihr könnt auch natürlich einen 45 Grad Winkel abrichten. Wir haben hinten ein Schnellspannersystem, also beide Hebel sind ein Schnellspannersystem. Dann habt ihr den Anschlag schon entfernt, müsst nur noch den wegnehmen und dann könnt ihr das Ganze umfunktionieren als Abrichter, als Dickenhobel. Was mir jetzt hier nicht so gut gefallen hat, ist diese geriffelte Oberfläche. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ich kenne es so, dass ein vernünftiger Abrichtdickenhobel, da ist das Ganze glatt, so wie der Tisch. Und das ist hier ein Hohlprofil. Das finde ich auch nicht so schön.
Es funktioniert ja, man muss aber öfter mal kontrollieren. Sprich, wenn ihr abrichtet, ganz, ganz wichtig, einen Schlosserwinkel ranhalten oder einen Schreinerwinkel und das Ganze immer und immer wieder kontrollieren. Weil das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr nachher keinen richtigen 90-Grad-Winkel an eurem Werkstück hobelt und dann ist der Fehler fortlaufend vorprogrammiert. Also der geht immer weiter und immer weiter. Und ich persönlich finde, diesen Anschlag hier, ich hätte den schon aus massiv Guss gemacht und dann glatt. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Also für mich, ich mag es nicht so, aber es funktioniert trotzdem. Warum, weshalb? Ich vermute mal, wenn sich jetzt hier ein Span irgendwie niederlegt oder Staub, dass ihr trotzdem noch den 90-Grad-Winkel gewährleistet habt, dass ihr das Werkstück noch immer schön ranführen könnt. Ich finde es persönlich nicht so schön. Den obersten Part haben wir soweit abgefrühstückt, also das Ganze ist schon mal gut. Ich komme gleich nochmal zur Größe wegen Abrichten von großen Stücken oder von großen Stücken. Ich möchte mir mal die unterste Region anschauen. Also vom Material her haben wir hier alles Stahlblech, was pulverbeschichtet ist, nicht lackiert. Sprich, abplatzen und so weiter und so fort ist recht selten. Hier unten sind die Beine auch aus Metall, sehr, sehr starkes Blech, ungefähr 3 mm Wandung. Wir haben zwei Rollen, damit wir das Ganze hochheben können, nach A nach B transportieren können. Das Ganze werde ich aber ändern, beziehungsweise ich werde mir darunter eine Box bauen, wo dann vielleicht nochmal einen dicken Hobel drunter passt. Kommen wir später nochmal zu. Was mir aber sehr, sehr gut hier gefällt ist, ihr kennt ja die meisten dicken Maschinen oder Hobelmaschinen, die sind immer sehr, sehr zugebaut. Und hier, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, hier diesen Sicherheitsschalter, der hier vorhanden ist, oder der An- und Ausschalter, beziehungsweise der 230 Volt Anschluss hier, das ist alles leicht zugänglich. Diese Abdeckung hier aus Kunststoff, wo sich die Welle drunter befindet, haben wir auf der anderen Seite auch nochmal. Wir können das Ganze ganz, ganz schnell abnehmen in ein paar Schrauben, Wartungsarbeiten durchführen, das Ganze mal schnell reparieren, wenn denn mal was ist. Es ist alles sehr, sehr leicht zugänglich. Gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Hier befindet sich auch schon der Dickenhobel, den gucken wir uns gleich nochmal an. Ich möchte nochmal ganz kurz auf den Tisch drauf eingehen. Und zwar der Abrichttisch. Darauf bin ich anfangs noch nicht so eingegangen. Natürlich ersetzt diese Maschine hier keine Maschine von 4.000, 5.000 Euro und es geht aufwärts noch weiter. Das ist natürlich klar und natürlich könnt ihr hier auch keine ohne Hilfsmittel jetzt keine Bohlen hier abrichten von 2 Meter oder 3 Meter Länge. Es wird natürlich schwierig. Und der Tisch, die Aufnahme und Abnahme, die ist einfach zu gering. Sprich, ihr hobelt euch später dann letztendlich Bananen rein, weil das Ganze zu klein ist. Ne? Wir haben ja, wenn ich jetzt hier eine Banane habe oder eine Bohle, die so eine Wölbung macht, dann hobel ich die runter und die Wölbung geht ja dann hier weiter, weil die ja keine richtige glatte oder gerade Auflagefläche hat. Aber für je einen oder für den Heimwerker, für den, der sich langsam ans Handwerken rantraut, der ab und zu mal was hobeln möchte, der eine Bank bauen möchte, einen kleinen Sims, kleine Möbelstücke, der mal eine Leiste selber hobeln will auf Dicke, für den ist diese Maschine wirklich sehr, sehr geeignet und ich muss mir jetzt keine Maschine in die Werkstatt stellen für 4.000, 5.000 Euro. Beim Tisch, wie gerade eben schon erwähnt, ihr könnt hier schön problemlos Bohlen von Meter hier abrichten, die wären auch perfekt. Alles, was so ja, über Meter geht, 1,50 Meter so, das ist natürlich schwierig. Da müsst ihr schon mal öfter den Hobel bzw. die Wasserwaage ranhalten und gucken, wo es dran hapert. Ihr könnt natürlich das Ganze erweitern, indem ihr euch einen passenden Abnahmetisch nochmal baut auf Rollen oder hier hinten einen Rollbock hinstellt. Was heißt Rollbock? Ist nicht so vorteilhaft, beziehungsweise auch hier ein Tisch oder beziehungsweise ein Aufnahmetisch. Dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen tricksen und ganz so umgehen, aber irgendwann sind die Grenzen einfach hier erreicht. Ne? Es gibt nicht ohne Grund Abrichtmaschinen, die einen Aufnahme- und Abnahmetisch von ungefähr 2 Meter haben. Hier sind wir halt total begrenzt. Ich glaube, das sind jetzt hier 50 Zentimeter oder sowas. Wir gucken ja hier 50 und hier haben wir auch 50. Aber ich habe damit auch schon einen Tisch gebaut, einen Esstisch. Das Video verlinke ich euch mal hier oben, könnt ihr euch auch anschauen. Ansonsten, wenn ihr einmal was eingestellt habt, das Ganze ist wirklich, also ihr wackelt nichts, ihr könnt hier nichts verstellen. Das Ganze ist sehr, sehr stabil. Wir können auch hier die Höhe, wie gesagt,
die Abnahme können wir einstellen und das verstellt sich auch nicht, wenn ihr dann daran arbeitet. Das bleibt wirklich so, wie ihr es eingestellt habt. Ich werde das Ganze jetzt mal ganz schnell umfunktionieren zu einer dicken Rubbelmaschine. Zwar nehmen wir den Anschlag weg. Wir nehmen hier, nee, das kann dranbleiben. Wir nehmen hier den ersten Hebel, ups, und den zweiten. Das ist natürlich ein bisschen schwer, weil das auf Spannung ist. Und dann können wir hier den Tisch abnehmen. Zack. Müssen jetzt hier die Auffanghaube umdrehen. Und dann haben wir schon das Ganze umfunktioniert als Dickenhobel. Die Spanhaube für die Abrichte wird natürlich auch gleichzeitig zur Absaugung für den Dickenhobel genutzt. Die Messerwelle gucken wir uns gleich nochmal an. Das ist jetzt der Hobeltisch, auch aus Guss. Wir haben hier eine Breite von 260 mm, eine Dickenhöhe oder eine Hobelhöhe von 160 mm. Und was mir persönlich hier sehr, sehr gut gefällt, es gibt Hobelmodelle, die haben, glaube ich, nur zwei Gewindeführungen, links und rechts. Wir haben insgesamt vier Stück. Und bei so einem Hobel, bei so einer Preisklasse gibt es halt Unterschiede. Also es gibt viele Hobel oder der Hobeltisch, der wackelt dann. Und wenn der wackelt, dann ist ja klar, wenn ich hier hinten was reinschiebe und hinten was wackelt oder Luft ist oder Spiel, verändert sich natürlich die Hobeldicke und wir haben kein exaktes Maß. Und das ist hier nicht der Fall, das ist wirklich bombenfest. Ich habe das auch wirklich mit Absicht alles hier dreckig gelassen, damit ihr auch seht, dass das Ganze tadellos funktioniert. Wie meine Kurbel, die ist auch aus Guss und nicht nur aus Kunststoff. Und die ermöglicht uns einfach, den Tisch ganz einfach hoch zu kurbeln und runter zu kurbeln. Hier ist nochmal eine Skala. Wer wirklich, also die Skala geht jetzt auf einen Millimeter genau, trotz alledem empfehle ich euch das Ganze nochmal mit einem Messschieber dann nochmal zu kontrollieren und nachzumessen. Das hat man meistens immer, wenn man auf Dicke hobelt. Ich bin aber recht zufrieden, also mit 260 mm komme ich wirklich mit aus, von der Höhe 160 bin ich eigentlich auch noch nicht an meine Grenzen gekommen. Wenn man so einen Tisch baut, dann hat man meistens immer 100 oder 150 mm von den Stücken, also das reicht eigentlich vollkommen. Schauen wir uns mal die Messerwelle an. Übrigens, die Absauganlage, die liegt auch bei 240 Euro, hatte ich glaube ich anfangs schon erwähnt gehabt. Und da ist ein Schlauch dabei, der hat 2,5 Meter von Länge und 100 mm vom Durchmesser. Das ist jetzt hier unsere Messerwelle. Die hat zwei Messer. Natürlich solltet ihr es aufpassen, dass da kein Strom drauf ist, wenn ihr sowas macht, ne, sowas anschaut. Und diese Messer, das Tolle daran ist, ich kann die lösen. Und kann die nochmal umdrehen. Die sind von beiden Seiten geschärft. Es gibt auch Messer, die sind nur von einer Seite geschärft, beziehungsweise die könnt ihr auch nicht nachschärfen. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung mal die zwei Sätze verlinken. Kostenfaktor finde ich persönlich auch immer ganz, ganz wichtig, denn es passiert ganz, ganz schnell, wenn man so ein Brett mal abrichtet und da ist ein Nagel drinne, dass ihr so ein Stück von der Messerklinge abbricht und dann habt ihr im Holz, im gehobelten Holz, habt ihr dann so eine kleine Wulst. Das ist einfach das Stück, was ich nicht hobeln kann. Das ist das Stück, was rausgebrochen ist. Kostenfaktor hier bei diesen, die ihr auch nachschärfen könnt, also ihr könnt die dann zum Schärfer bringen, beziehungsweise ihr könnt die zweimal verwenden, sind um die 60 Euro und die einfachen liegen, glaube ich, bei 30 Euro. Also empfiehlt sich natürlich hier auch, die zu bestellen, die ihr wechseln könnt. Übrigens, ein Satz ist auch mit dabei, wenn ihr das Ganze bestellt. Ja, hier können wir nochmal die Einzugswelle sehen. Also alles sehr, sehr robust, sehr, sehr stabil. Gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Also ich habe da nichts Negatives jetzt gemerkt. So sieht jetzt der Abrichtdickenhobel zusammengebaut aus. Also wie gesagt, es ist ein bisschen sperrig, das ganze Ding zu jonglieren, aber es geht. Wie gesagt, ich werde da nochmal eine Unterkonstruktion zu bauen. So, bevor wir uns jetzt kurz die Absauganlage anschauen, ein kleiner Tipp. Natürlich solltet ihr, wenn ihr jetzt hier oben Holz abrichtet, damit die Messer gleichmäßig benutzt werden, empfehle ich euch, den Anschlag ab und zu mal weiter nach innen oder nach außen zu stellen, so dass wir das Messer oder die beiden Messer gleichmäßig abnutzen. Ja, passend dazu gibt es natürlich auch nochmal eine Absauganlage von Metabo. Und zwar ist das diese hier, 230 Volt, die SP1200. Schlauch ist ungefähr 2,5 Meter lang, das hatte ich, glaube ich, anfangs schon erwähnt. Das ganze Ding wiegt um die 22 Kilo. Fassungsvolumen sind, glaube ich, hier 60 Liter. Ja, also wir können damit den Abrichtdickenhobel betreiben. Wir können damit auch ordentlich
Bohlen hobeln, aber der Sack ist recht ziemlich voll, also ganz schnell voll. Ihr könnt natürlich jetzt auch eine Absauganlage selber bauen. Ich wurde auch mal dazu gefragt, was ich eigentlich hier für Absauganlagen habe. Darüber gibt es oder können wir eigentlich mal ein extra Video machen, damit ich euch das mal so zeigen kann. Die Absauganlagen, die ich jetzt hier verbaut habe, die würden jetzt für diesen abrichtigen Hobel nicht ausreichen. Deswegen habe ich mich für diese Maschine hier entschieden. Reicht dafür eigentlich aus, ja, kann man sagen. Preis-Leistung wirklich top, 230 Euro. Ich denke, da kann man nicht großartig meckern. Ja, mein Fazit. Also ich bin eigentlich recht sehr, sehr positiv eingestellt zu dieser Maschine hier, zu diesem abrichtigen Hobel. Ich kann euch oder dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du eine Hobelmaschine suchst, bitte kauf dir keinen dicken Hobel. Denn wenn du ja wirklich jetzt mal Sachen bauen willst aus Holz, dann brauchst du einen 90 Grad Winkel und den kriegst du eigentlich nur mit dem Abricht dicken Hobel hin, beziehungsweise erst mit der Abrichte und dann mit dem dicken Hobel. Es gibt natürlich so ein, zwei Tools, womit du mit einem dicken Hobel auch 90 Grad Winkel ranhobeln kannst, ist aber ziemlich mühselig und sehr, sehr zeitintensiv. Ja, alle Produkte findest du unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat dieses Video hier gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Mal schauen, dann steht der Unterbau von dieser abrichtigen Hobelmaschine an. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.